Herzlich willkommen zu Zunkos Welt TV. Bei mir ist heute Martin Bauer, der Flem. Ich meine, Österreicher, ich glaube, dreimal hast du die IDM gewonnen. Und ich kenne dich wirklich schon lang, weil wir haben ja öfter was gemeinsam gemacht. Und ich habe immer deinen Zugang zum Rennfahren irrsinnig leibend gefunden. Irrsinnig leibend. Und ich kann mich mal erinnern, du bist am Anfang bist gefahren mit einer ZX9R. Kawasaki ZX9R und die ist damals eher so ein Tourensportler schon gewesen gegen die anderen und du bist trotzdem allen über den Häfen gefahren. Das war wirklich ein Traum, das hat mir voll taugt. Und ich kann mich aber erinnern, du bist nie gestürzt und ich habe dich dann einmal gefragt und das frage ich dich jetzt auch wieder zum Einstieg, weil es soll darum gehen, wie wird man schneller Rennfahrer? Das ist quasi jetzt so dieser Überbogen zu dem Gespräch und du bist das, glaube ich, anders angegangen wie so viele, du hast dich vom Grenzbereich von unten heran angenähert. Wie ist das gewesen, Martin? Naja, zum einen war das nicht nur Selbsterhaltungstrieb, sondern auch von den finanziellen Ressourcen war ich nicht so gut gestellt, dass du sagst, okay, jetzt mache ich die Haut-drauf-Taktik. Jetzt habe ich halt versucht, mich schon langsam sukzessive und analytisch an die Sachen halt ranzubewegen. Und das hat, wie sie gezeigt hat, recht gut funktioniert und war ein Grund, warum ich sehr selten runtergefallen bin. Also irgendwann, ich bin natürlich auch gestürzt einmal. Das bleibt nicht aus, wenn du über viele Jahre sehr hochwertigen Rennsport betreibst, aber ich war doch in der Lage, mich daran zu tasten, ohne jetzt großartig Schrott zu produzieren oder große Verletzungen davon zu tragen. Ja. Ja. Martin, ich werde mir das Mikro nehmen, weil ich muss immer wieder, jetzt habe ich wieder ein paar so Einwürfe gehabt, aber das mit dem Obifallen, das ist glaube ich erst relativ spät gewesen und das waren dann eher so die ersten Obifaller, das waren echte technische Defekte. Das kann ich mich noch erinnern. Und bei dem Fahren am Pannonia-Ring mit dieser ZX9R, ich glaube, du hast wirklich mit einer 9er angefangen. Da bist du einfach unfassbar viele Runden gefahren, oder? Ja, also es war natürlich viel Übung, viel Training am Anfang gefordert. Das ist das, was dir am Anfang am meisten weiterbringt. Gar nicht groß einen Kopf machen über Technik, sondern wirklich mal auf sich selber konzentrieren und selber fokussieren. Und durch viel Fahren habe ich da wirklich sehr viel Gefühl und sehr viel Speed gewonnen. Das hatte ich schon angefangen damit, dass ich eigentlich mit dem Motorrad selber runtergefahren bin am Pannonia-Ring, bin dort gefahren und nur ist meine Nummertafel runtergenommen und dann ist man da wieder montiert und wieder heimgefahren. Ne? Also das habe ich sehr oft gemacht im Jahr und habe halt geschaut, dass ich da so kostengünstig wie möglich über die Runden komme und trotzdem viel zum Fahren komme. Und das war eigentlich, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Es ist dann nachher noch das Interesse zur Motorradtechnik entstanden bei mir, wo ich mich dann auch noch voll reingekniet habe und dann in der Lage war, auch noch das Fahrzeug so anzupassen, dass ich damit besser klarkomme und vielleicht noch mal einen Ticken schneller fahren kann. Und das war so ein bisschen, glaube ich, der Schlüssel vor dem Ganzen. Ja. Martin, wie du jetzt, also die Zeit, wo du da oben gefahren bist und da deine Runden gezogen hast, erstens warst du, glaube ich, nicht mehr ganz jung, sondern warst du so ein Student, glaube ich. Und zweitens, ich meine, was hast du für eine Idee gehabt beim Rundenfahren? Hast du irgendwas gewusst? Hast du irgendwelche Anhaltspunkte gehabt? Hast du irgendein Ziel gehabt? Oder irgendwelche Vorgaben? Hat dir da irgendeiner was gesagt? Nicht wirklich. Also eine richtige Vorgabe habe ich nicht gehabt. Ich habe einfach versucht, generell schneller zu werden und habe versucht herauszufinden, wo ich noch Potenzial habe oder wo noch Potenzial ist, generell schneller zu fahren. Ich habe sehr viel beobachtet, ich habe andere beobachtet, versucht zu analysieren, warum ist der eine dort schneller, was kann ich vielleicht ändern, damit ich auch genauso schnell an den Punkt fahren kann und habe versucht, das halt eher ein bisschen von der analytischen Seite zu betrachten und das hat mir halt mit der Zeit immer mehr Aufschlüsse gegeben. Erfahrung habe ich selber auch keine gehabt. Ich habe auch niemanden gehabt, den ich mal irgendwie fragen hätte können. Also bin da wirklich ziemlich alleine auf weiter Flur gestanden. Und ja, es war mir bewusst, wenn ich mir selber nicht helfe, dann wird mir auch keiner helfen. Und das war halt dann wirklich die Herangehensweise, auch mit dem Hintergrund noch zu wissen, dass wenn ich da jetzt 2-3 Mal Schrott produziere, dass das für mich eigentlich dann das Ende meistens dann bedeutet hätte, weil ich habe mir nicht da 1000 Motorräder kaufen können. Das war sicher ein super interessanter Lernweg, von dem ich bis heute profitiere, weil ich natürlich die Fahrdynamik von einem Motorrad
glaube ich, ganz anders verstehe und deuten kann, als jetzt jemand, der sich immer nur aufs Fahren konzentrieren hat müssen und dem sehr viel vorbereitet worden ist. Und dadurch kenne ich eigentlich die Schritte von der Pike weg. Und ich glaube, dass das auch sicher ein wichtiger Grund dafür war, warum ich dann auch in der professionellen Schiene sehr erfolgreich dann über viele Jahre war und ich das geschafft habe, immer auf den Punkt zu bringen, weil ich halt die ganzen Schritte wirklich in Schwerstarbeit durchmachen habe müssen. Ja. Du, Martin, jetzt weißt du, für dich sind diese Schritte wahrscheinlich selbstverständlich. Ich selber, bei mir rattert jetzt die ganze Zeit das Hirn, denke mir, na gut, da wird es gehen, um später bremsen, vielleicht um früher Gas geben, um mehr Schräglage, um Linie. Trifft es das eh oder ist das eigentlich ganz was anderes? Ja, also in Wahrheit kommen diese Punkte alle da drinnen vor, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Es geht darum, jetzt nicht zu versuchen, den einzelnen Punkt zu optimieren, sondern das in der Gesamtheit. Weil oft, wenn ich einen Punkt optimiere, hat das oft wieder negative Auswirkungen auf den nächsten. Das heißt, da zu versuchen, das Gespür für Linienwahl, die Fähigkeiten des Motorrades, die Fähigkeiten von dir selber, das unter den Hut zu bringen. Weil es gibt Motorräder, mit denen kannst du gewisse Linien einfach nicht fahren oder die lassen das nicht zu. Und dann macht es keinen Sinn, wenn ich mit Gewalt da probiere, das trotzdem irgendwie hinzubiegen. Da muss ich mir halt an mir arbeiten und sagen, okay, dann ändere ich vielleicht den Fahrstil und versuche mich an das anzupassen. Das war sicher auch ein Riesenvorteil von mir, dass ich auch das gelernt habe in meiner Anfangszeit, mich auf Probleme einzustellen und Probleme teilweise umfahren zu können. Deswegen war ich auch auf den unterschiedlichsten Motorradmarken relativ flott unterwegs und habe, auch wenn es mir Probleme gegeben hat, jetzt nicht gleich das Handtuch geworfen, sondern versucht, diese Probleme einfach zu begreifen und sofort eine Lösung zu finden, oft während des Rennens, wie ich was anders machen kann, damit ich da trotzdem noch flott ins Ziel komme. Und das waren so, glaube ich, die Schlüsselpunkte. Okay. Und wie viele Jahre hast du gebraucht? Wie viele Jahre hast du gebraucht, also mit dem Herumfahren, bis dann eigentlich konkurrenzfähig warst? Das ist sehr schnell gegangen, interessanterweise. Ich habe sehr spät begonnen, also ich habe mit 24 sowas erst begonnen, also es war sehr, sehr spät, weil ich habe den Zugang nicht gehabt. Ne? Bei mir von der Familie her war niemand da, der sich irgendwie mit dem Motorrad identifiziert hätte. Die Eltern waren auch nicht wirklich happy darüber, dass ich mich auch da engagiere im Rennsport, verständlicherweise. Und somit war das der Anfang, war nicht wirklich leicht für mich, also da wirklich einen Zugang zu finden. Und das ist aber dann trotzdem, weil ich es halt, glaube ich, sehr intensiv gemacht habe, sehr bewusst alles versucht habe zu verstehen, sehr schnell gegangen. Und man muss sagen, bei mir hat das gedauert circa zwei bis drei Saisonen maximal und dann war ich eigentlich schon auf einem sehr hohen Level, das ausgereicht hat, wirklich um in der Spitze überall mitzufahren. Ja, also es hat ja dann so richtig interessant ist es worden, wie dann die österreichische Meisterschaft ja auf eigene Füße gestellt worden ist. Das war 99 und 2000, wo es ja wirklich eine hochwertige Meisterschaft war, weil es komplett eigenständig war. Da haben sie alle Importeure zusammengetan und haben diese Meisterschaft aufgestellt. Und dort sind natürlich die Besten der Besten dann auch hinkommen von Österreich einmal. Ne? Ja. Und da bin ich eben dann mit einer ZX-9, weil ich vom Kawasaki-Lager einfach gekommen bin, gegen eine R1 zum Beispiel angetreten damals. Ne? Das war eine ganz andere Liga, R1, damals als eine ZX-9 und war trotzdem in der Lage, damals recht gute Leute wie ein Karl Druxes, war wirklich eine große Nummer früher, dann auch besiegen zu können. Ne? Einige haben es mit einer Hayabusa damals probiert, sogar mitzufahren. Ja. Also das war schon eine Hausnummer und das war circa 2-3 Jahre nach meinen ersten Versuchen auf der Rennstrecke. Ja. Das mit dem Truchsess-Karl habe ich gar nicht gewusst, weil der Truchsess-Karl, ich meine, der war wirklich schnell, wirklich ein fantastischer Motorradlfahrer. Das ist natürlich großartig. Jetzt, was ich mich noch erinnern kann, mit dieser ZX-9R, wie gesagt, also nachdem ich ja aus dem Motorrad-Testlager komme, nicht, wir haben das alle gewusst. Na, das ist mehr oder weniger, die war einfach nicht mehr, ja, jetzt im Rennen konkurrenzfähig war die nicht. Es ist aber trotzdem gelungen, diese Maschine entweder so herzurichten, dass die super fährt, beziehungsweise die auf das einzustellen, dass du wirklich dabei warst. Und da bist du sogar, glaube ich, mit dieser ZX-9R in der internationalen deutschen Meisterschaft, hast du da ein bisschen was gerissen, gell? Ja, also da waren wir, kann man sagen, habe ich einige Laufsiege gefeiert sogar damit.
Und damals war das wirklich gut aufgestellt. Da waren schon Suzuki G6R dabei, wirklich Top-Motorräder R1. Und da war es natürlich mit der ZX9, sage ich mal, jetzt nicht wirklich materialtechnisch wirklich gut aufgestellt. Wir haben sehr viele Probleme mit dem Fahrzeug gehabt. Wir haben die Schräglagenfreiheit zum Beispiel schon gar nicht gehabt vor dem Fahrzeug. Na, das hat permanent aufgesessen auf dem Motordeckel, das war relativ breit. Der Rahmen war schwach, uns hat die Schrauben im Tank ausgearbeitet, weil beim Bremsen der Rahmen sich immer so bewegt hat. Also das war schon ein sehr abenteuerliches Fahren damals mit dem Fahrzeug. Aber man hat gesehen, oder es hat mir gezeigt, dass wenn man an den richtigen Schrauben dreht und da sich wirklich intensiv mit dem auseinandersetzt, auch in der Lage ist, schnell zu fahren. Also wir sind gerade Bananenring, kennen die meisten Hobbyfahrer, die können das ein bisschen einschätzen. Und ich bin damals eben, das war 99, mit der ZX9, die hat gehabt 140 PS und Probleme fahrwerkszeitig ohne Ende, sind wir damals mit den Straßenreifen 1,59 am Bananenring gefahren. Und das muss ich sagen, beeindruckt mich heutzutage selber fast noch mehr, als wenn ich heute mit einem wirklich top aufgebauten Motorrad irgendwo um die 55 da unten rumfahre. Wenn ich so zurückdenke, was das wirklich bedeutet hat, mit dem Fahrzeug da so rumzufahren, war wirklich im Nachhinein betrachtet schon sehr beachtlich. Gut. 1,59 mit den Straßenreifen, mit der ZX9, das habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht gewusst, das ist irre. Das ist wirklich irre. Du, aber Martin, das bringt mich jetzt auf den Punkt, weil es ja darum geht, wie kann man schneller werden. Das heißt, man braucht aber, wenn man wirklich schnell werden will, braucht man schon ein großes technisches Verständnis für die Maschine. Sagen wir so, wenn du dir den Weg selber erarbeiten musst oder nicht den Zugang hast, irgendwo in sehr visierte Teams einzusteigen, kommst du um das nicht herum. Unabhängig davon ist es auch so, dass wenn du ein umfangreiches Wissen diesbezüglich besitzt, bist du in der Lage, fast jedes Motorrad schnell machen zu können. Weil es ist einfach so, dass jedes Motorrad seine Eigenheiten hat und da erkennt man auch sehr gut den Unterschied zwischen einem Fahrer, der einfach nur schnell ist, oder einem Fahrer, der die ganze Fahrdynamik von Fahrzeug auch versteht. Ja. Die schnell sind, sind meistens punktuell schnell. Das heißt, wenn die Bedingungen gerade passen, sind die oft brandschnell. Ja. Aber lass die Bedingungen ein bisschen ändern, setz die nur auf ein bisschen anderes Fahrzeug rauf. Ja. Kleine Abweichungen vom Optimum sind die meistens dann irgendwo. Und das war, glaube ich, einer meiner größten Stärken, die mir eigentlich im Kampf um die Meisterschaft immer sehr viel gebracht hat, war, dass ich eigentlich nie wirklich wo eine Schwäche gehabt habe, eine starke. Es hat immer wieder vielleicht mal den einen oder anderen gegeben, der vielleicht um ein paar Zehntel vielleicht wo schneller war, aber auf die Distanz gesehen und auf die Anzahl der Rennen hat es da kaum jemanden gegeben, der diese Konstantheit abliefern hat können. Und da hilft dieses Wissen enorm weiter, weil du bist dann nicht von irgendwen abhängig, der dich eventuell versteht und deine Probleme versteht und versucht, das irgendwie im Motorrad umzumünzen, sondern du bist dann selber in der Lage, das selber anzupassen. Das war da ein großer Unterschied. Ich bin nicht in die Box gekommen und habe gesagt, ja, ich habe das und das Problem und was können wir da machen, sondern ich bin teilweise mit Lösungsansätzen schon gekommen. Ich bin oft nur reingefahren und habe gesagt, erhöht mir die Druckstufe oder Federvorspannung dort drauf. Und die haben das nur gemacht und bin schon wieder rausgefahren. Ne? Und dadurch ist der Entwicklungsprozess extrem schnell gewesen vor einem Motorrad, wo andere relativ lang brauchen oder auf der Saison brauchen, weil ich mir das teilweise unterm Fahren noch verstört habe sogar. Also das hat es auch gegeben, so gerade wenn du Federvorspannungen mit dem Handrad noch gehabt hast, haben wir das so angebracht, dass ich mir das unterm Fahren verstören habe können. Weil das große Problem ist ja, du bist bei so einem Rennwochenende unter einer extrem zeitlichen Zwang. Das heißt, du hast nur wenig Ressourcen zur Verfügung fürs Fahren draußen. Ja. Du hast an einem Freitag meistens 3 Turns zur Verfügung fürs Freifahren, an einem Samstag 2 Qualifyings und dann die 2 Rennen. Das heißt, die Zeit, die dir zur Verfügung steht, was abzustimmen, ist extrem klar. Und je mehr du da probieren kannst und je mehr du dir da einen guten Weg zusammensuchen kannst, desto weiter kommst du an dem Wochenende. Und das waren aber, glaube ich, meistens auch die Stärken von mir, damit ich mir da auch sehr schnell einen Vorteil, Setup-Vorteil etc. dann ausfahren habe können. Ja.
Martin, ich habe das mitgekriegt. Wir werden dann eh noch kommen, natürlich auch wo die mit der ZX9 RS eine Meisterschaft ist sie nicht ausgegangen in Deutschland draußen. Ist ein österreichischer Meister, ist sie das ausgegangen mit der ZX9 RS? Ja, habe die österreichische Meisterschaft damals gewonnen. Ja, das war im zweiten Jahr. Im ersten Jahr bin ich Vizemeister geworden, eben hinter Karl Druckses, und im zweiten Jahr habe ich es dann schon gewonnen. Ja. Wahnsinn. Gut, die IDM, das ist natürlich dann eine andere Liga gewesen, das war wirklich höher angesiedelt wie diese österreichische Meisterschaft. Da ist es mit der Kawasaki nicht ausgegangen, da ist es aber dann ausgegangen mit Honda und KTM. Aber was mir aufgefallen ist als Beobachter und Bestauner, ja, weil ich habe mir immer gedacht, na Alter, wie gibt es denn das, dass der so schnell sein, so konstant schnell sein kann, war wirklich ein Wahnsinn. Mir ist aber aufgefallen, dass dann immer die Leute, also für diese Teams, für die du da unterwegs warst, also der Rösner zum Beispiel da mit der Kawasaki, die haben ja dann diesen Irrglauben gehabt, dass die Maschine so gut ist. Und ich glaube, bei einem Holzhauer da mit der Honda war das ähnlich. Die haben dann geglaubt, die Maschine ist einfach so wahnsinnig gut und sie wissen alles. In Wirklichkeit hast du das gewusst, oder? Ja, also es ist natürlich schon, ich verdanke den Leuten auch sehr viel, weil die natürlich mir auch den Sprung in gewisse Regionen dann auch ermöglicht haben. Aber es ist natürlich schon so, dass da sehr viel von meiner Erfahrung, von meinem Wissen dann eingeflossen ist und man das dann nicht einfach so auf andere umsetzen hat können. Also es ist schon viel von meinem Zutun da auch drinnen gewesen, das muss man schon sagen, ja. Und ich meine, weiß ich nicht, ob über das reden willst, aber ich kann mir vorstellen, sowas kränkt dann ein bisschen. Ja, ich habe dann eigentlich immer, wenn man wirklich mal auseinandergegangen ist, versucht immer vorwärts zu schauen. Ich habe mir da nicht wirklich viel Gedanken über diese Szenarien gemacht. Man hat es dann eh relativ kurz gesehen, danach, was wirklich war. Also man hat das eh nicht lang hinterm Berg halten können. Somit war das für mich okay, weil die Realität hat es dann eh gezeigt, wo wirklich die Faktoren waren. Ich meine, es war trotzdem so, dass diese Honda-Zeit in der IDM, Holzhauer Honda, das war für mich großartig, weil ich bin immer, was die Fireplay, das ist immer meins gewesen, bin ich ganz fest drauf gestanden. Und dann habt ihr dort tatsächlich diese deutsche Meisterschaft gewonnen. Und habt ihr die einmal oder zweimal gewonnen? Mit Honda habe ich es zweimal gewonnen, ja. Ich habe es damals noch mit der ST57 gewonnen und dann mit der neuen, die danach gekommen ist auch, ja. Aber im ersten Jahr, glaube ich, gleich. Ja, war gleich im ersten Jahr. Ja. Und mit welcher von den 200 war es leichter? Leicht war es mit keiner von beiden. Also leicht war es eigentlich nie, muss ich dazu sagen. Also das hat von außen immer leichter ausgeschaut, als was es wirklich war. Weil ich glaube auch, was viel dazu beigetragen hat, dass wir so konstant schnell waren, war die Energie, die ich da reingebracht habe in diese Unternehmungen. Ja. Das war extrem akribische Arbeit, viel testen, viel probieren, extreme mentale Vorbereitung. Also ich habe das nie so als Spaß gemacht. Für mich war das immer ein tierisch ernster Hintergrund. Also ich habe Rennsport nie gemacht, weil ich sage, das macht einfach nur Spaß und ich tue nur planlos da im Kreis fahren, sondern für mich hat das immer einen gewissen Sinn ergeben müssen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, da jetzt nur im Kreis zu fahren, zu sagen, ja, ist mir egal, was dabei rauskommt, Hauptsache Spaß haben, sondern ich habe immer ein gewisses Ziel verfolgt. Und das war natürlich da dann immer hilfreich bei diesen Geschichten. Aber so, dass es wirklich leicht war, muss ich sagen, das war es für mich nie. Also der Rennsport war für mich nie leicht, sondern ich habe mir immer da an einer gewissen, wie soll ich sagen, Motivation unterziehen oder habe mir eine Motivation immer mitgebracht. Sonst ist es schwierig, das auf dem Niveau so eine lange Zeit da durchzuziehen. Ja. Und was mich dann natürlich interessiert, das hast du jetzt super auf den Punkt gebracht. Das natürlich, da muss ein extremer Fokus da sein, ein extremer Ehrgeiz in diese Richtung und eine extreme Zielorientiertheit. Jetzt ist es aber so, in der Zeit, ich glaube auch schon mit der Kawasaki, da sind dann schon ein, zwei Stürze dazugekommen, die aber meistens auf einen technischen Gebrechen, irgendwann glaube ich, ist der Kühlerschlauch platzt oder was, und dieses Verletzungsrisiko, das ist natürlich schon auch immer gegeben. Hat dich das irgendwie beeinträchtigt oder diese technischen Defekte, haben die ein bisschen abgezogen oder wie bist du damit umgegangen?
Nein, die haben mich generell eigentlich fast gar nicht beeinträchtigt. Auch Stürze und ein paar Verletzungen, die ich schon gehabt habe, haben mich eigentlich nie wirklich beeinträchtigt, weil ich so fokussiert war auf die Sache, dass mich das nicht wirklich aus der Bahn geworfen hat. Die technischen Defekte waren meistens dann so, dass ich gewusst habe, wenn man das jetzt anders löst, dann kann das auch nicht mehr passieren. Somit habe ich das auch wieder eigentlich rausstreichen können. Also ich glaube, wenn du Angst davor hast und das die irgendwie beeinflusst, negativ beeinflusst, darfst du sowas eh nicht machen. Also das kannst du dann nur wirklich auf einem hohen Level betreiben, wenn du nicht permanent beim Rausfahren überlegst, na, geht da alles und hoffentlich fliege ich nicht runter. Also wenn du so rausfährst, funktioniert das eh nicht. Also du musst wirklich komplett befreit losfahren können und die auf das fokussieren und alles andere ausblenden, was rund um dir ist. Ja. Und das habe ich über diese Jahre ja immer gemacht. Ja. Okay. Und jetzt aber, ich meine, jetzt habe ich die so, nachdem du ja selber MB Bike Performance, nicht? Ich meine, da kommt jetzt ganz Österreich und vor Deutschland kommen ja auch viele daher, weil du da einfach das echte Fahrwerks-Know-how und Motoren-Know-how und das alles für die feinste Abstimmung der Welt gibt es da. Das ist einfach so. Du hast jetzt, glaube ich, eh einen extrem großen Kundenstock und eh hocken ohne Ende. Das müssen wir jetzt gar nicht bewerben. Nicht? Aber was mich in dem Zusammenhang interessiert, wenn du selber alles geschraubt hast, na, dann hast du Vertrauen gehabt und wenn es ein anderer geschraubt hat auch? Ja, weil ich, selbst wenn ich es nicht selber gemacht habe und ich sage mal, nach einigen Jahren, wo ich dann schon ein gewisses Level gehabt habe, ist dann das selber machen ja gar nicht mehr am Plan gestanden, weil es nicht mehr gegangen wäre, war ich meistens immer dabei. Und vor allem, ich habe auch in den vielen Jahren, wo ich im Rennsport war, auch sehr viele gute Leute erleben dürfen. Ja. Und ich habe auch das Glück gehabt, immer sehr viele gute Leute an meiner Seite zu haben. Deswegen war jetzt nie wirklich so das Problem gegeben, dass ich sage, naja, den vertraue ich nicht oder so. Also es waren wirklich gute Leute, die ich da gehabt habe, die sich um die Technik gekümmert haben und sehr verlässlich, weil wenn das nicht gegeben wäre, hätte ich mit dem Team dann dementsprechend auch nicht weitergemacht. Also ich habe mir schon das auch ausgesucht, wo ich schon erkannt habe, dass das auch zielführend ist, dass man damit auch einen Titel einfahren kann mit dem Team und auch die Technik da passt. Also ich habe da schon versucht, auch immer Auge auf das zu haben. Deswegen hat mich das dann unter der Saison eigentlich nie wirklich belastet, weil ich wirklich das Glück gehabt habe, auch wirklich mit sehr vielen, sehr sorgfältigen Leuten da zusammenzuarbeiten, die einfach, was mir wirklich eine Freude gemacht hat, oft, wenn ich in der Vorbereitung gesessen bin am Sessel und die noch ein paar Checks gemacht haben und wenn du dann beobachtet hast, wie genau die das und akribisch die das gemacht haben, muss ich sagen, war einfach ein super Gefühl, weil du gewusst hast, wir ziehen da an einem Strang und die sind da, stecken mehr im Motorrad drinnen als außenrum. Ja. Das war schon eine sehr schöne Erfahrung auch. Du, jetzt weißt du, ich bin ja leider nie über diesen Hobbybereich hinausgekommen, das wird dann immer passieren, ich werde in dem Hobbybereich bleiben, ich fahre aber nach wie vor wirklich gern auf der Rennstrecke und nach wie vor habe ich so im Winter immer die Idee, naja, aber ein bisschen besser könnte ja werden im Frühjahr, also in der kommenden Saison und das habe ich eigentlich diesmal auch und ich glaube sehr, sehr viele Seher von dem Zonkos Welt TV, die fahren halt auf der Rennstrecke, aber sind natürlich jetzt nicht voll fokussiert und sind ja nicht wahnsinnig schnell und wollen sie aber trotzdem ein bisschen verbessern. Ist dort dann auch die Technik wahnsinnig wichtig oder geht es da eher ums Fahren? Also die Maschine muss schon halbwegs benannt sein, aber generell glaube ich, reicht es dort, wenn man viel fährt, oder? Natürlich ist den Zugang, den ich gehabt habe zum Rennfahren, ein ganz anderer, weil ich natürlich ein gewisses Ziel erreichen wollte. Ich sage einmal, für einen Großteil der Hobbyfahrer ist ja nicht das Ziel, jetzt da eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, sondern da steht ja wirklich der Spaß im Vordergrund. Und das soll ja auch so sein. Also das ist ja für ein Hobby, soll ja das in erster Linie mal Spaß machen und man sich soll ja sehr auf das freuen und soll nicht zu tierisch ernst werden. Nichtsdestotrotz hilft es einem auf der Rennstrecke dann, wenn die Technik gut passt oder mit einer gut funktionierenden Technik, deutlich mehr Spaß zu haben, weil man natürlich, weil das Motorrad berechenbarer wird. Man hat mehr Vertrauen zum Fahrzeug. Man kann schneller fahren, ohne mehr Risiko. Man hat mehr Sicherheitsreserven. Also es macht auch in Bereichen, wo man jetzt nicht im Spitzenfeld drinnen ist, auch da Sinn, dass
vernünftig hinzustellen und vernünftig aufzubauen, die Technik, weil man hier dann viel mehr Freiheiten, Sicherheiten hat, auf die ich nicht verzichten wollen würde, wenn ich die Möglichkeit habe, nur mit einem korrekten Setup das Motorrad so hinzustellen, dass ich einfach sicherer unterwegs bin. Alleine von dem Aspekt her macht es auf jeden Fall Sinn, auch in Regionen, wo es jetzt nicht um einen Sieg geht, auch Hand anzulegen. Also das ist auch in dem Bereich wichtig. Und je besser das Fahrzeug passt, auch wenn man nicht der Schnellste ist, desto mehr Spaß hat man dann trotzdem auch damit. Ne? Das hast du super gesagt, Martin. Du Martin, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Der Punkt, der ist für mich, wie soll ich das sagen, na, KTM, Fluch und Segen oder Segen und Fluch, glaube ich, kann man sagen, das hat bei dir einfach wirklich zugetroffen. Das hat mich einerseits wahnsinnig gefreut und andererseits hat es mich wirklich angezipft. Und über das können wir kurz reden. Du bist dann von Honda weg und bist zu KTM gegangen und KTM mit dieser RC8, die haben, glaube ich, wirklich volles Engagement und ein volles Bekenntnis gehabt, damit sie diese IDM gewinnen mit der RC8 und da waren, glaube ich, schon die S1000 RBMWs unterwegs und da haben sie natürlich einen unfassbaren Ehrgeiz entwickelt und ich habe mir gedacht, nachdem sie die dort einkauft haben, verpflichtet haben, haben wir gedacht, na gut, das werden sie jetzt auch tatsächlich machen. Im ersten Jahr wäre es eigentlich fast passiert, da ist dann also ein kleiner Fehler passiert. Im zweiten Jahr hast du es gemacht, hast tatsächlich diesen IDM-Titel geholt. Wie war das? Ja, also das war damals, muss ich sagen, sicher die zwei schönsten Jahre in der IDM, muss ich sagen. Das ist, da ist eine Dynamik entstanden. Wir haben mehr oder weniger wirklich ein Österreicher-Team da gehabt. Das Fahrzeug österreichisch, ich komme von Österreich, die ganze Truppe war von Österreich. Also das war schon eine Eigendynamik, die sich da entwickelt hat. Wir waren natürlich vom Werk her top unterstützt. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt. Ich habe sehr viele gute Leute an meiner Seite gehabt. Und das hat natürlich schon sehr viel Spaß gemacht. Wir haben da so präzise arbeiten können. Wir haben jegliche Technik verwenden können, die möglich war. Und das war schon, muss ich sagen, eine tolle Geschichte. Und das hat auch gezeigt, dass wir grundsätzlich im ersten Jahr, wie ich mich auf das Teil draufgesetzt habe, mehr als konkurrenzfähig waren. Und das hat uns leider ein Viertel Liter Sprit gefehlt im letzten Rennen, um den Titel heimzufahren. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Ich war in der letzten Runde, habe ich 4 Sekunden Vorsprung gehabt. 4 Sekunden in der letzten Runde. Und in der Hälfte von der letzten Runde ist der Sprit ausgegangen. Ich hätte eigentlich nur mehr eine halbe Runde ins Ziel rollen müssen. Und wer hätte meinen Titel gehabt? Ja. Und ja, aber das gehört zum Rennsport eben dazu. Aber dieser Moment, wenn du merkst, der Sprit geht aus, zuckt das noch so ein bisschen wie bei so einem Straßenmotorradl? Ja, also das hat angefangen einmal in der Kurve schon und da ist mir auf einmal schon eingeschossen. Da haben wir gedacht, was ist da jetzt los? Das gibt's nicht. Letzte Runde. Hab's dann aufgerichtet, ist dann wieder gefahren, haben wir gedacht, ey bitte, komm, die halbe Runde noch. Und dann auf die Gerade, also eine Zwischengerade, habe ich schon gemerkt, und auf einmal war das aus. Und haben wir gedacht, das kann jetzt nicht sein, das gibt's nicht. Hab dann versucht mit E-Starter und mit Durchrollen und noch irgendwie durchzukommen, aber es war keine Chance. Es war eine halbe Runde, ist zwar nicht weit, aber wenn du sagst, du hast keinen Motor mehr, da rettest du dich nicht mehr einfach so drüber. Ich habe versucht, mit Weiterrollen und so irgendwie ins Ziel zu kommen, weil wir hätten es gar nicht gewinnen müssen. Ne? Es hätte ein Podiumsplatz grundsätzlich ausgereicht, dass man den, aber es hat wohl nicht sein. Deswegen war es besonders bitter, weil man eigentlich, weil es eine Sensation gewesen wäre. Ne? Wir wären erste Jahr dabei und hätten sofort dort zugeschlagen. Ja, und ich meine, das war ja schon, das ist ja schon gewesen. Ja, es ist fast gewesen, das war ja das Problem, es ist fast gewesen. Somit haben wir es dann müssen nächstes Jahr halt dann wiederholen. Also nein, aber, weil jetzt hast du gelacht drüber, aber ich glaube in dem Moment, das dauert lang, oder, bis man das halbwegs überwindet. Ja, weil man in Wahrheit, man hat es ja faktisch schon geschafft gehabt. Ne? Man hat es wirklich geschafft und das fährt mit dir mit, das ganze Team, ne? Also wir waren alle am Boden zerstört, aber das war eigentlich nur mehr ein Heimrollen. Also da ist so viel Falsch, hätte ich gar nicht mehr machen können, dass wir da den Titel nicht gewinnen. Und dass dann auf einmal der Sprit dann ausgeht, ist schon ein Wahnsinn. Ja. Und diese arme Sau, die da tankt hat, kommt der dann ganz fest dran oder geht das halbwegs? Naja, es war,
wir sind dann nachher draufgekommen, wie das entstanden ist. Also es ist nicht wirklich ein Fehler passiert, sondern ich habe die Eigenheit gehabt, dass wenn bei mir das Motorrad gut funktioniert hat und das Setup, wo ich eigentlich und das Set, zufriedenstellendes Setup gehabt habe, bin ich nie das Warm-up gefahren. Okay. Das habe ich dann relativ kurzfristig entschieden. Und man hat aber trotzdem das Fahrzeug zum Warm-up hin warm laufen lassen. Ja, aus Sicherheitsgründen, falls wir trotzdem sagen, müssen wir probieren, weil sich irgendwas ändert, wettertechnisch oder so. Und genau dieser Sprit, der zum Warmlaufen verwendet wurde, ist in die Kalkulation nicht eingeflossen vom Fahrzeug. Das hat man, an den hat man dann nicht gedacht. Man hat gesagt, man ist eh das Warm-up nicht gefahren und hat den Spritinhalt, den man damals eben gehabt hat, dann noch hochgerechnet, was man noch dazu danken muss fürs Rennen. Also es ist jetzt nicht wirklich jemand da, wenn der gesagt hat, der zu wenig reingeleert hätte, sondern man hat einfach ein paar Sachen nicht berücksichtigt. Also es war jetzt niemand da, den wir da jetzt wirklich angeprangert haben oder so, weil selbst wenn es so gewesen wäre, das macht ja keiner absichtlich. Ja. Also jeder, der in dem Team war, hat wirklich alles gegeben, um da zu gewinnen. Also ich muss sagen, ich war da jetzt nicht wirklich jemanden böse oder so. Es war, ich war natürlich schwer enttäuscht, so wie alle Beteiligten, weil es unfassbar eigentlich ist. Es ist wirklich unfassbar, dass ich, wie ich dort am Rand gestanden bin, das gibt's nicht. Du kämpfst eine ganze Saison, wirklich, mit aller Energie, mit aller Manpower, die es da gibt, und dann scheitert es an einem Viertelliter Sprit, ne? Zum Ende ist wirklich, es war eine bittere Erfahrung. Aber wobei, ich meine, das ist halt der Vizemeister ist dann geworden, nicht? Ist auch großartig im ersten Jahr im Antreten. Nur, ich glaube, ein Budget ist dort auch ordentlich eingeflossen. Da hat sich KTM nicht lumpen lassen, oder? Da haben sie was eingezahlt. Ja, also es war gar nicht jetzt einmal so übermächtig. Also ich bin überzeugt, in der IDM hat es einige Projekte gegeben, die deutlich mehr Geld, also es waren einige Projekte da in der IDM oder Teams, die mit viel mehr Budget an den Start gegangen sind als wir damals. Aber wo wir, glaube ich, sehr stark waren, war einfach die Mannschaft, die wir gehabt haben. Das ist im Endeffekt sehr viele von meinen Jungs, die mit denen ich damals das damals bestritten habe, sind jetzt eben im GP-Team auch dabei. Ne? Also das, ja genau, das ist, die sind im Rennsport natürlich bei KTM dann geblieben und dann ein bisschen auch weitergewachsen. Also das waren eigentlich eine fantastische Truppe und das war eigentlich unsere Stärke, glaube ich, dass wir sehr viel Spezialisten und gute Leute gehabt haben, mit denen ich wirklich auf Augenhöhe mich unterhalten habe können. Also wir haben uns halt gegenseitig enorm befruchtet. Ich mit dem Wissen von Fahrdynamik, wie ein Motorrad fahren muss, damit man schnell fahren kann. Und dann noch mit extrem guten Technikern, die gewusst haben, was kann ich noch ändern, damit wir genau das Ziel erreichen. Das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, weil man muss sich vorstellen, mit dem Motorrad haben wir um 20, 25 PS weniger gehabt als die BMWs, ne? Also das war schon ein harter Tobak und wir sind da gegen gute Leute gefahren auf BMWs. Ne? Also das war Werner Demen, Reiterberger in seinen Anfangszeiten da schon drauf. Also es waren wirklich viel gute, viel schnelle Leute, Ranseder ist drauf gesessen. Also das war nicht leicht, gerade auf Rennstrecken wie Salzburgring oder A1-Ring, wo es ja wirklich Leistung, die ja sehr gut weiterhelfen kann, war das schon schwierig. Aber mit dieser akribischen Arbeit haben wir einfach geschafft, mit diesem Fahrzeug derartig viel mechanischen Grip zu erzeugen. Ein super präzises Lenkverhalten, Einlenkverhalten, wo ich dann in der Lage war, eben einen Ticken schneller in die Kurven reinzufahren, ein bisschen mehr Speed aus der Kurve rauszunehmen. Und das hat uns überall geholfen, gegen die übermächtige BMW damals trotzdem bestehen zu können und dann auch auf schnelleren Rennstrecken sogar besiegen zu können. Also das war schon, darum muss ich sagen, also ich denke sehr gerne an das zurück, weil wir eigentlich mit einem deutlich schwächeren Motorrad trotzdem siegen haben können und das hat uns schon alles sehr beflügelt und die Mannschaft war damals einfach top. Ja. Du Martin, jetzt bin ich fast ein bisschen erleichtert, weil ich einfach gesehen habe, wie du diese KTM-IDM-Zeit, wie das brennt in dir und wie leibend das war und offensichtlich sind ja dann eh etliche dieser Techniker, die sind jetzt eh, die haben sie eh irgendwie, wie soll ich sagen, na, die sind eh nicht gestrandet, sondern die sind eh
jetzt im MotoGP-Team, wo sie auch wirklich toll aufzeigen. Für die selber ist es aber so gewesen, dass du im nächsten Jahr hast tatsächlich den Meistertitel geholt. Und dann hat es geheißen, und da haben wir natürlich alle gebrannt, haben uns gedacht, jawohl. Und jetzt geht KTM in die Superbike-WM mit dem Martin Bauer, volle Partie. Und da waren wir eigentlich alle, also die das halt mitverfolgt haben, glückselig und haben uns gedacht, endlich, jetzt wird es richtig passieren. Und die haben die dann mehr oder weniger von heute auf morgen entsorgt, sage ich jetzt. Ganz brutal, weil da habe ich selber mal gedacht, das gibt's doch nicht, das kann ja nicht sein, was ist denn da los gewesen? Das haben sie eingestellt einfach. Das ist damals sehr überraschend gekommen. Ja. Also wir haben eigentlich noch kurz davor die Pressekonferenz da in Hangar 7 durchgeführt, wo das eigentlich offiziell verkündet wurde. Wir haben ein Motorrad schon vorbereitet gehabt. Wir haben sogar damit schon die ersten Tests gefahren. Wir waren in Italien unten in Mugello bei den Tests, wo die ganzen Werksteams schon am Start waren und getestet haben. Und waren eigentlich überraschenderweise wirklich super dabei. Also das hat wirklich gut ausgeschaut. Umso überraschender war das dann eigentlich, dass man dann den Stecker kurz nach der Pressekonferenz, wo eigentlich alles schon am Laufen war, dann trotzdem nochmal gezogen hat und sich dann ein bisschen für andere Richtungen entschieden hat. Also das war, KTM hat dann nicht mehr die Sinnhaftigkeit der RC8 so ein bisschen am Schirm gehabt. Also es war damals die Zeit, wo man gesagt hat, solche Motorräder, ob das noch Sinn macht für die Straße, ob sie die verkaufen lassen auf der Straße. Und hat halt dann einen anderen Weg eingeschlagen, mehr Richtung Grand Prix-Szene und weniger in die Superbike-Geschichte, die ja doch eher auf die Serienmotorräder aufbaut. Und hat dann leider so ein bisschen das RC8-Projekt dann sterben lassen mit allen Mitstreitern, die da dabei waren, mit dem Fevo, mit dem Wolfgang Felber, der da sehr viel Energie auch reingesteckt hat. Es war unglaublich schade, weil da wirklich sehr viele gute Leute involviert waren und eine wahnsinnige Motivation eigentlich da gewesen wäre, jetzt in der WM mit dem auch für Furore zu sorgen. Und nachdem wir sogar gesehen haben, dass eigentlich das Potenzial da gewesen wäre, war es natürlich unfassbar, wie dann das Ganze eigentlich eingestellt worden ist. Ich muss sagen, KTM hat sich mir aber gegenüber dann trotzdem recht fair verhalten. Also die Abmachungen sind grundsätzlich eingehalten worden, bis auf das, dass man halt den Rennsport nicht ausgeübt hat. Und das war für mich schon eine bittere Geschichte, weil eigentlich wäre das der perfekte Einstieg gewesen in eine Superbike-WM. Also ich hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, in die Superbike-WM zu springen, aber das wären alles keine Möglichkeiten gewesen, wo ich sage, da hätte ich können wirklich vorne mitfahren und hätte wirklich dort schlagkräftig sein können. Weil es gibt immer genügend Teams, die irgendwelche Fahrer suchen, damit sie dort irgendwie Daseinsberechtigung haben. Aber das war für mich nie ausreichend. Ich habe gewusst, was für eine Szenerie das dort ist und dass du dort wirklich ein Team brauchst, wo wirklich alle an einen Strang ziehen, was nicht so selbstverständlich ist im Rennsport. Und das wäre das gewesen. Also das war eigentlich der Jackpot. Und darum war es umso bitterer, nach den ganzen Erfolgen, die wir schon gehabt haben. Also wir haben es ja bewiesen, dass wir jetzt nicht irgendwie eine Luschenpartie waren, sondern wir haben ja wirklich was drauf gehabt. Und das wäre perfekt gewesen, das nochmal in Szene zu setzen, dann in der WM. Und zu dem ist dann leider nicht gekommen. Ne? Aber was noch zusätzlich war, ich war nur der Beobachter, aber das habe ich so ganz arg gefunden, dass dieses plötzliche Aus, das war jetzt so ein Zeitpunkt, wo du keinen anderen Sattel in der Superbike-WM mehr gekriegt hast. Da war einfach die Saison erledigt und in Wirklichkeit war das das Ende deiner Rennfahrerkarriere, oder? Ja, kann man so sagen. Also ich hätte nach wie vor weiterfahren können, wenn es mir jetzt nur ums Kreisfahren gegangen wäre. Aber nachdem ich immer ein sehr hohes Ziel mir gesteckt habe und sehr akribisch da dran geblieben bin, wollte ich dann nicht einfach, nach dem, was ich schon alles erreicht gehabt habe, nicht in irgendein Team irgendwo fahren, nur dass ich fahren kann. Also ich habe gewusst, ich mache den Rennsport dann nur weiter, wenn es wirklich eine vernünftige Lösung gibt, wo ich sage, dort macht Sinn. Ich hätte
Ich habe tausende Angebote gehabt, in einer IDM zu fahren. Bis heute hätte ich die Angebote. Also wenn ich sage, mir geht es nur ums Fahren, dann kann ich jederzeit bei guten Angeboten auch mich auf ein Motorrad setzen. Nur das ist, in der IDM habe ich wirklich sehr viel erreicht gehabt, also ohne da jetzt überheblich zu wirken. Mir hat dort ein bisschen das Ziel gefehlt. Ja. Also die KTM war, das war was, auf was ich mich einlassen habe, weil ich gewusst habe, das wird schwierig. Das war eine Herausforderung. Ja. Das hat mir getaugt mit einem V2-Motorrad, was extrem viel Charakter gehabt hat. Das hat mir eine richtige Motivation gegeben in der IDM wieder. Das war so die letzte IDM-Geschichte. Und jetzt dann noch einmal wieder in die IDM zurückzugehen und dann noch einmal einen Titel vielleicht zu fahren, das war mir dann irgendwie nicht mehr genug, weil auch um wieder dort zu gewinnen, ich habe gewusst, was das für einen Aufwand bedeutet. Das ist nicht, dort gewinnst du nicht, indem du einfach hingehst und sagst, ja, ich gehe 2-3 Mal testen im Jahr und gehe dann dort reinfahren und dann gewinne ich das. Das ist nicht der Fall. Das war akribische, harte Arbeit und das tust du nur an, wenn, oder du schaffst es nur, das zu machen, wenn die Motivation da ist. Und die hat dann bei mir irgendwie gefällt in die Richtung. Und deswegen, ich habe dann noch den einen oder anderen Lauf in der IDM bestritten. Ich habe dann zum Beispiel mit Ducati ein paar Läufe gemacht fürs 3C Racing Team, wo ich anfänglich den Dario Giuseppetti mal ab und zu mehr ersetzt habe, weil der verletzt war. Und habe auch mit Ducati, das war quasi der nächste, das nächste Fabrikat, auch dort die Siege eingefahren. Also ich habe auch mit der Ducati dort gewonnen. Und das hat mir eigentlich schon gezeigt, dass ich schon gewisses Potenzial und Fähigkeiten habe, ein Motorrad auf den Punkt zu bringen. Und ja, deswegen hat sich für mich dann auch Weitermachen eigentlich nicht mehr so wirklich als sinnvoll erachtet. Ich bin zwar jetzt immer noch dabei geblieben, ja, und was halt dann noch interessant war, war die MotoGP-Geschichte. Also das war was, wo ich sage, das war schon nochmal ein interessanter Schritt, weil man da einfach ganz andere Materialien nochmal verwendet und nochmal einen anderen Weitblick bekommt. Also das, glaube ich, bei St. Clemens Rule Team, da hast du natürlich auch eine Maschine gehabt, mit der natürlich unter ferner Liefen unterwegs warst, die nicht konkurrenzfähig war, aber trotzdem hast du gerade als Techniker hast du einfach den Zugang gehabt zu diesen ganz argen Techniken, die dort verwendet werden, und ich glaube, das ist schon nochmal ein Quantensprung, oder? Ja, also das war schon ein sehr interessantes Unterfangen. Wir haben natürlich sehr viel Schwierigkeiten gehabt, weil wir nicht jetzt so das Top-Material bekommen haben. Also wir sind eigentlich vor dem Problem gestanden, wie jetzt jeder andere, der sagt, er muss jetzt ein Motorrad aufbauen für einen GP-Einsatz. Du hast fast keine Chassis oder wenig Möglichkeiten, auf was du aufbauen kannst. Motoren hat es damals Gott sei Dank mit dieser Clemming-Rule-Geschichte die Ausnahme gegeben, dass man auf Serienmotorrädern zurückgreifen kann, so, weil sonst müsstest du ja selbst einen Prototypen-Motor aufbauen, was ja für ein Privatteam ja total unmöglich ist. Ja. Also somit haben wir da die Möglichkeit zumindest vom Motor gehabt, und wir haben dann auf ein Sutter-Chassis damals zugegriffen. Das war das Einzige, was damals eigentlich greifbar war für uns. Aber da war halt nichts abgestimmt auf das. Das war eher so ein Moto2-Chassis und für stärkere Motorleistungen nicht wirklich geeignet. Ne? Das hat es wirklich sehr schwer gemacht mit dem Fahrzeug. Und trotzdem, muss ich sagen, sind wir ohne irgendwelche elektronischen Helferchen, also wir sind mit der BMW Standardelektronik an den Start gegangen dort, haben wir sie gar nicht so schlecht geschlagen. Also vom Ergebnis her war es natürlich ein bisschen ernüchternd. Aber wenn man schaut, was für Zeiten wir mit dem Fahrzeug dort fahren haben können, also gerade Brünn, wo es ja doch ein bisschen eine Referenz ist, sind wir null gefahren mit dem Fahrzeug, und das ist schon nicht verkehrt. Also wenn ich mich zurückerinnere, das ist der Michael Duhan zu seiner Glanzzeit damals mit der NSR 500 war die schnellste Zeit, null damals. Ne? Also das war nicht so schlecht, was wir damals gebracht haben. Die schnellsten Jungs sind im Rennen so um die 3,5 Sekunden nur schneller gewesen, als was wir damals waren mit dem. Und wir sind eigentlich so ein bisschen auf Tuchfühlung mit den anderen Clemming Rules Bikes gewesen, und das noch nur zwei Tests.
kurze, nach zwei Testtage kann man sagen. Und das war schon, muss ich sagen, beachtlich. Wenn wir da ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, dann so wie es geplant gewesen wäre, dann das Jahr drauf, dort, was leider dann nicht mehr zustande gekommen ist, da sich ein bisschen mehr vorbereiten zu können, dann glaube ich, hätten wir dort gar keine schlechte Figur gemacht. Ja. Aber nur für mal kurz da reinzuspringen, war man nicht so schlecht, wenn man mal schaut, was andere Wildcard-Teams wie in Amerika zum Beispiel an den Start gegangen sind, was die dort geleistet haben, die waren ja teilweise oft 6, 7, 8 Sekunden langsamer als die Spitze. Und das hat es uns dann so schwer gemacht, weil es uns die Wildcards fast nicht geben wollten, weil sie so schlechte Erfahrungen mit Wildcard-Teams gemacht haben in diesem Zeitraum. Ja. Jetzt haben sie uns in den Tests schon sehr genau beobachtet und wir haben auch Bericht erstatten müssen und auch die Zeiten abliefern müssen. Und wie sie gesehen haben, wo wir unterwegs sind, war es dann eigentlich überhaupt kein Thema, dass wir das gekriegt haben. Und im Gegenteil, nachdem wir dann diese zwei Auftritte gemacht haben, hätten wir eigentlich von der Dorner-Seite her alle Türen geöffnet gehabt, um da weiterhin mitzufahren. Also die waren, muss sagen, das war eine sehr interessante Geschichte, ein interessantes Motorrad, super interessant einmal unter einem sehr offenen Reglement arbeiten zu können, das heißt, wo du wirklich alle Teile tauschen kannst, was jetzt nicht automatisch leichter macht, weil du eine gewaltige Anzahl an Möglichkeiten hast, unter dem Aspekt einmal so ein Motorrad abzustimmen und sowas zu fahren und zu bewegen. Und das war schon eine super interessante Erfahrung, die ich da nicht missen möchte, ja. Ja, aber sogar unter diesen Aspekten, also wenn es wirklich jetzt die höchste Technik ist, hast du offensichtlich dort wirklich super eingegriffen und hast das wirklich super kapiert, um was dort geht. Und jetzt ist so, Martin, bei deiner Firma jetzt, da kommen ja, ich weiß ja nicht, wie das verteilt ist, aber ich nehme an, da kommen, ich kenne relativ viele, die mit Straßenmotorrädern fahren, die kommen zu dir, lassen sie das Fahrwerk einstellen oder den Motor optimieren, alles ausgerichtet auf die Straßen. Jetzt ist das natürlich, das ist jetzt halt nicht das Hightech, was man zum Beispiel dort im MotoGP hat. Und trotzdem aber sind die alle extrem zufrieden. Das heißt, du hast also einen Zugang zu dieser relativ einfachen Technik, der, glaube ich, ist extrem wichtiger, oder? Ja, also die Funktionsweise und diese Systematik, wie man da rangeht im Rennsport, unterscheidet sich nicht großartig von dem, wenn man ein normales Straßenfahrwerk eigentlich an gewisse Bedürfnisse hin optimieren möchte. In Wahrheit geht es darum, zu verstehen oder das Problem zu verstehen, was ein Fahrer hat und das technisch umsetzen zu können. Und da habe ich halt einen riesen Vorteil, weil ich Fahrer und Techniker in einem war. Und diese Kombination hat es fast kein zweites Mal geben auf diesem Level. Und deswegen tue ich mir natürlich viel leichter, wenn jemand zu mir oder mir ein Problem erklärt und sagt, ich habe dort und dort eine Schwierigkeit, weil man das relativ gut vorstellen kann, was er meint. Und gleichzeitig einen Lösungsansatz aber habe. Ja, weil ich weiß, wenn das so tut, dann müssen wir das und das machen und dann wird das besser. Also diese Herangehensweise oder dieses Wissen, wie kann ich ein Problem lösen für einen Fahrer, weil das muss jetzt ja nicht ein Problem sein, wo es jetzt um letzte Zehntel geht, sondern das kann ein ganz banales Problem sein, dass der sagt, ich habe eine Instabilität im Fahrzeug, ich kann nicht gescheit geradeaus fahren, schneller, weil sonst fängt man das zum Schwimmen an. Und welche Möglichkeiten man da hat, da weiß ich halt dann recht gut Bescheid, aufgrund dieser intensiven Erfahrungen aus dem Rennsport, weil du hast fast jeden Zustand irgendwann einmal gehabt. Weil du, ja, jedes Problem, das war alles irgendwann einmal da. Ja? Weil ich habe auf allen Motorradmarken bin ich gesessen mit unterschiedlichsten Motorenkonzepten. Ich habe eigentlich wirklich alles gefahren, was so gegeben hat die letzten 10, 15 Jahre. Und habe meine Erfahrungen mit der Technik auch mit diesen Fahrzeugen gemacht. Deswegen glaube ich, kann ich besser als jeder Fahrwerkstechniker, der nur Fahrwerkstechniker ist, mich in jemanden hineinversetzen und Lösungen herauszuarbeiten, die dann genau eben diesen Erfolg bringen oder das gewünschte Ergebnis bringen, was sich der Fahrer vorstellt. Und das muss jetzt nicht unbedingt immer auf der Rennstrecke sein. Natürlich haben wir auch sehr viele von der Rennstrecke bei uns, klarerweise. Aber das geht bis hin zu Harley. Wir haben sehr viele Harley da, wo es die auch extrem mit Fahrwerk, genau. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten, wo man den Jungs auch auf dem Sektor helfen kann. Also auch wenn eine Halle jetzt weit weg von einem Rennsportmotorrad ist, aber die Problematiken oder die Funktionsweisen sind die gleichen. Ja, das ist zwar
super schwer, das Motorrad, und hat einen, ist doppelt so lang fast doppelt so lang wie ein Sportmotorrad, aber die Prinzipien sind die gleichen. Und das, was man da aus dem Rennsport sich erarbeiten kann, kann man auch auf so einfachen Fahrzeugen ganz gut anwenden. Du Martin, jetzt glaube ich, du hast jetzt bald das Alter erreicht von der Startnummer, die du immer gehabt hast. Du bist immer mit 45 gefahren. Ich meine, so wahnsinnig viele Rennstreckeneinsätze hast du nicht mehr. Fährst du noch unter 2? Ja, also das 2 ist Gott sei Dank kein Problem. Also ich habe noch nicht viel von meinem Speed eingebüßt. Ich bin sehr viel mit Kundenfahrzeugen auf der Rennstrecke oft noch unterwegs, weil wir dort Setups machen für Starter-Recording, Referenzrunden fahren und solche Sachen. Also ich bin da sehr viel nicht mehr unterwegs, aber doch noch das eine oder andere Mal. Und das ist an und für sich jetzt Gott sei Dank kein Problem, unter 0 zu fahren. Also das muss schon noch deutlich tiefer gehen. Wir sind, ja, also ich sage mal, im Bereich von 56 fahre ich mit guten Kundenfahrzeugen ohne Probleme. Wenn ich sage, ich baue mir selber eins auf und es ist mein eigenes, dann sage ich mal, ist 55 ja kein Thema. Ja. Aber das ist, wie gesagt, eh nicht das, was man eigentlich fahren muss, darf man auch nicht vergessen. Also wenn du wirklich da ums Eingemachte mitfahren willst, dann musst du Bannoniring eh irgendwo um mindestens 54 oder 53 fahren, weil sonst bist du in einer höherwertigen Liga nicht wirklich dabei. Aber wenn du jetzt 55, 56 mit Kundenfahrzeugen fährst, na, dann bist du dort eh sofort, also angenommen, du würdest das wieder gern machen. Ja, also ich denke, wenn ich wieder ein bisschen mehr mit dem auseinandersetze und wieder ein bisschen mehr am Motorrad sitze, kommt auch, das Einzige, was du verlierst, ist nämlich ein bisschen das Selbstvertrauen, ja, diese Selbstsicherheit, die du dann irgendwann brauchst ab einem gewissen Punkt. Die geht ein bisschen abhanden, aber das heißt nur, dass ich gerade dann vielleicht an dem und dem Punkt ein bisschen vorsichtiger noch rangehe, als was ich damals gemacht habe und deswegen vielleicht ein bisschen langsamer bin. Aber die Fähigkeit habe ich eigentlich nicht wirklich verloren. Also das Auge bleibt immer noch gewöhnt an die Geschichte. Also es würde mich wundern, wenn ich jetzt wirklich sage, ich bereite mir wieder vor, dass ich nicht wieder an meine Zeiten da wieder rankommen würde. Also das glaube ich, das geht, solange du körperlich eine gute Verfassung hast, dass du nicht sagst, mir tut was weh oder hast geistig irgendein Problem, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst. Solange das nicht der Fall ist, sehe ich jetzt keinen Grund, warum du im Alter langsamer werden solltest. Ne? Außer du fürchst dich auf einmal, du hast Angst davor. Ne? Nur nachdem das früher nie das Problem war ist und heute auch nicht wirklich für mich das Problem ist, sehe ich jetzt keinen Grund, warum das nicht mehr funktionieren sollte, auch auf einem hohen Level. Die Frage ist nur, ob man es will. Ja? Das ist das, was bei mir dann irgendwo mal gesagt hat, ich tue mir das nur mehr an, diesen ganzen Aufwand, das unter Druck zu setzen. Du musst ja, dass du gut funktionierst auf so einem Level, musst du dich ja auch emotional auf ein gewisses Level hinpushen. Dass du wirklich 100% konzentriert bist. Und das permanent bringen zu müssen, das wüsst irgendwann nicht mehr. Das ist auch ein Grund, warum mich der Rossi so fasziniert. Ja? Weil der schafft es, nach den ganzen Erfolgen, was der gehabt hat, immer noch die Motivation zu finden, sich das Ganze anzutun. Weil man darf nicht vergessen, bis auf den Rossi, glaube ich, betreibt es jetzt niemand, der sagt, ja, hurra, Rennsport ist nur lustig. Ja? Also das ist wirklich eine ernste Geschichte, mit extrem viel Aufgabe und Hingabe. Du musst ja dein ganzes Leben nur hinten anstellen. Also bei mir war es auch so. Und du bist nur für eine gewisse Zeit bereit, dieses Opfer zu bringen. Und wenn dann irgendwann die Motivation eben mal fehlt, weil du sagst, du hast keine für die Herausforderung oder die Möglichkeit, in einem guten Team zu fahren, dann sagst du irgendwann einmal, dann lass es sein. Also ich sage einmal, wenn das wieder gegeben wäre, dass ich irgendwo die Motivation hätte zu sagen, ja, das macht wieder 1000% Sinn und da motiviere ich mich dafür und hänge mich wieder rein, glaube ich nicht, dass ich jetzt in meinem Alter um so viel langsamer wäre als noch vor 5 Jahren. Also das glaube ich nicht. Aber eigentlich ist es eine Frage der Motivation, muss man sagen. Weil, ja, ob ich jetzt am Bannoniring an 56 vor oder an 54 ist in Wahrheit komplett egal. Interessant wird es erst dann, wenn ich wieder um was fahre. Ja. Dann ist es nicht mehr wurscht. Ja. Aber dazu musst du eben ein gewisses
eine gewisse Energie mitbringen, du musst dich an viele Sachen halten, du musst wieder deinen Lebensablauf in eine komplett andere Bahn lenken und. Also du musst dich da wirklich umstellen, um wirklich dann erfolgreich zu sein. Weil einfach, wenn du es nur als Spaß betreibst, bist du nicht erfolgreich. Ja? Also du kommst dann bis auf ein gewisses Level, kommst sicher, aber du bist in letzter Konsequenz dann nicht mehr erfolgreich, weil es fällt dann das Letzte und es ist wurscht, in welchem Bereich du schaust von Sport. Erfolgreich sind nur diejenigen, die es bis zur letzten Konsequenz beinhart durchziehen. Das sind die, die dann zum Schluss erfolgreich sind. Und das ist egal, in welcher Sportart. Und das ist beim Motorradsport nicht anders. Das, was war das? Das war das Leben umdrehen. Du bist jetzt du bist irrsinnig schlank. Ich meine, was müsstest du am Lebensstil ändern? Jetzt gar nicht so vom Körperlichen her, sondern eher vom Geistigen her. Also du musst halt dann wieder bereit sein, die ganzen Wochenenden auf der Rennstrecke zu verbringen. Du musst dich für Tests vorbereiten. Bei mir war es ja so, dass ich ja nicht nur hinkommen bin, habe mich draufgesetzt und bin wieder nach Hause gefahren, sondern ich habe ja eine Vorbereitung gemacht. Das heißt, ich habe mir durchgedacht, was müssen wir dort probieren, welche Materialien haben wir zur Verfügung. Ich habe ja einen Testplan erstellt. Ich habe geschaut, welche Reifen haben wir mit der Reifenfirma auseinandergesetzt, was gibt es da an Neuentwicklungen, auf was hat das vielleicht Einflüsse, dass wir dort schon wieder ändern müssen. Was für Wetter haben wir bei dem Test? Angefangen vor jedem Rennwochenende, eine Woche vorher permanent jeden Tag in das Wetter reinzuschauen, nur um vorbereitet zu sein, was können wir vielleicht an. Also das ist das Rennwochenende selber ist vom Aufwand her eigentlich das Geringste im Vergleich zu dem, was für ein Rattenschwanz da dran hängt. Mit dem Team permanent in Kontakt zu sein, überlegen, probieren wir das, da Entscheidungen zu treffen, oft risikoreiche Entscheidungen, wollen wir das einsetzen schon oder lassen wir es noch. Also das bringt dich immer in einen gewissen Zugzwang. Und permanent unter Strom. Du stehst dauernd unter Strom, auch wenn du jetzt nicht auf dem Motorrad sitzt, sondern in der Vorbereitung schon. Und das macht die ganze Sache sehr belastend. Das ist nicht so, dass du sagst, ich gehe jetzt zum Spaß reinfahren, sondern wenn du es mit dieser Ernsthaftigkeit zumindest betreibst, wie es ich betrieben habe, war der Spaß eigentlich komplett im Hintergrund. Ja, also da ist wirklich darum gegangen, die Ziele zu erreichen. Weil ja auch, man muss ja verstehen, viel Geld involviert war schon und natürlich die Teams, die mich engagiert haben, eine enorme Erwartungshaltung mir gegenüber gehabt haben und ich ja da Verpflichtungen erfüllen habe müssen. Also es hat ja nicht gereicht zu sagen, okay, ich fahre als Dritte über die Ziellinie und freue mich, dass wir am Podest sind, sondern da war Zweiter, war der erste Verlierer. Ne? Und ich bin gefragt worden, eben weil die Erwartungshaltung ist ja extrem gestiegen mit den Erfolgen. Ne? Mich haben sie schon gefragt, was war denn los, wenn ich am dritten Platz gestanden bin? Ne? Was ist denn schiefgelaufen? Ne? Was da denkst, mein Gott, was da dazu, wie viel würden sie freuen, da am Stockerl überhaupt zu stehen? Ne? Und weil eine Kleinigkeit nicht ganz so aufgegangen ist, eine Reifenwahl vielleicht, eine Spur daneben gelegen ist und man ist halt nicht am ersten, sondern am dritten Platz gewesen, wo sie oft nur Zehntel entschieden haben, auf eine ganze Renndistanz. Also daran kann man schon erkennen, was für Erwartungshaltung und was für Druck hinter der ganzen Geschichte war. Also ich habe den Rennsport nie erlebt als Spaß. Begonnen habe ich, weil mir das Spaß gemacht hat mit der ganzen Geschichte. Aber wie ich gesehen habe auf einmal, was ich erreichen könnte und in welchen Bereichen ich fahren kann, habe ich mich dann so drauf gestürzt und so fokussiert, dass der Spaß automatisch hinten angestanden ist. Also das ist nichts mehr mit Spaß gewesen. Also das ist, glaube ich, auch, wo viele Hobbyfahrer so immer einen Fehlglauben haben, weil die sagen immer, du hast dich um nichts kümmern müssen, du hast dich nur mehr draufsetzen müssen und fahren. Aber diesen Status zu erhalten und dorthin zu kommen und auch erfolgreich zu sein, das setzt dich so unter den Druck. Mich zumindest. Vielleicht sehen das andere Spitzensportler anders, dass du das irgendwann nicht mehr willst. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist der Marcel Hirscher. Da sieht man das auch ganz gut. Der ist top gewesen, der hat alles demontiert dort überall und hat aber auch, glaube ich, mehr als alle anderen hart daran gearbeitet. Und auch der hat dann irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr. Und wenn du ein paar Interviews für ihn angeguckt hast, sagt er, ich will mal daheim sitzen. Ich will mal nicht an das denken und nicht den ganzen Sommer Vorbereitungen machen müssen und trainieren wie ein Schwein, nur dass ich dann wieder das abliefern kann, weil das erwarten die Leute. Weil wenn ein Marcel Hirscher auf einmal nur Vierter, Fünfter wird, sagt er, was ist denn los? Und das will er sich nicht aussetzen, klarerweise. Das will sich niemand aussetzen, wenn die Erwartungshaltung schon da oben ist. Und somit weißt du automatisch, wenn du dich dazu äußerst, das zu machen,
gibt es nur alles oder nichts. Ja. Und irgendwann ist der Punkt da, wo du sagst, du bist nicht mehr bereit, um alles zu geben. Ja, ja. Du willst das nicht mehr. Ja. Ich will einmal ein Wochenende daheim verbringen. Ich will mich vielleicht mit dem Motorrad einmal spazieren fahren, wo nicht 1000 Stoppuhren mitlaufen, ja, ja, und sofort gefragt wird, ah, da fehlen uns 2 Zehntel, was ist los, was können wir tun, was können wir machen, sondern einfach ein bisschen das Leben genießen. Und das ist in diese 10, 15 Jahre, wo ich das gemacht habe, komplett hinten angestanden. Also das war wirklich ein Wahnsinn. Also das haben sie auch mein komplettes Umfeld, muss man auch sagen. Also auch mit meiner Frau und meine Familie, die Eltern, haben mich da voll unterstützt. Also es war für die nicht einfach, ja, das Ganze zu machen. Und irgendwann fängst du an, das abzuschätzen. Was gibt mir das Ganze eigentlich noch? Wie viel Motivation habe ich, mich da so reinzuhängen? Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dann wirklich überlegst, zu sagen, habe ich da noch ein sinnvolles Betätigungsfeld? Und das war eben damals, wo mit KTM das dann aus war, hat das für mich so ein bisschen den Bruch dann ergeben, wo ich mir überlegt habe, wenn ich das nicht unter diesen Voraussetzungen weiterführen kann, dass ich eben nicht mehr dieses Team, diese Teammotivation spüre bei den anderen, ja, oder irgendeine Herausforderung noch mal habe, schaffe ich es nicht mehr, mich so zu motivieren, das Ganze zu machen. Und ich habe genau gewusst, wenn ich die Motivation nicht habe und ich mache es nur halbwert, macht mir das noch weniger Spaß, als wenn ich gleich sage, ich höre auf. Ja? Ja. Weil wenn ich dann irgendwann nur mehr um einen 5., 6. Platz rumfahre, das war mir dann die Zeit schade. Dann sage ich, dann mache ich lieber was anderes. Ja. Ja, dann, was mir Spaß macht, was ich locker machen kann, was ich als Hobby mache. Ja. Also die Rennfahrerei, das war für mich nie, war anfänglich ein Hobby. Ja. Ja. Aber sobald ich da reingekippt bin, war das alles nur kein Spaß mehr. Ja, also das muss man sich immer bewusst sein, dass die auf diesem höchsten Level da zu operieren und konstant abliefern zu müssen, das erfordert so viel von dir, dass ich höchsten Respekt gegenüber einem Rossi habe, der das schafft, über Jahrzehnte mittlerweile abzuliefern. Und das ist aber, wenn du das anschaust, einer der wenigen, der das schafft. Nimm einen Stoner her. Stoner hat alles demoliert auch damals. Nicht das Fahrzeug, sondern der hat die ganze Szene, der war der Einzige damals mit der Ducati, was zusammengebracht hat. Ein Lorenzo. Das sind alles die Leute, die sind alle an einen Punkt gelangt, wo sie sagen, das Ganze stresst mich so sehr, dass ich das nicht mehr schaffe. Das macht, nimmt mich so sehr her. Du hast die Medien, die dann noch dahinter sind, die ja auch nur warten drauf. Na, was ist denn heute wieder gewesen? Mein Dritter ist nicht schlecht, aber Erster war schon besser gewesen. Ne? Und da immer diese Coolness dann zu behalten und zu sagen, ja, das stecke ich irgendwie weg, das fällt da immer schwerer. Und da sieht man eben, dass wenn du die Motivation nicht mehr hast, aus welchen Gründen auch immer, oft es gescheiter ist dann zu sagen, ich höre auf. Noch dazu ist ja der Rennsport ja nichts komplett Ungefährliches. Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen habe ich mich auch noch dem Risiko aussetzen wollen, wenn es wirklich Sinn gemacht hat. Ja. Außer ich mache es wirklich nur mehr als Hobby und just for fun. Dann ist es was anderes. Also so wie es die Hobbyfahrer betreiben, das ist absolut super und auch legitim. Es darf nur nicht zu ernst werden, weil ich habe es auch bei unseren Hobbyfahrern gut erkannt, bei vielen, wo das dann angefangen hat, so tierisch ernst zu werden, die vorbereitet haben, ist bei denen der Spaß vollkommen verschwunden. Es haben viele aufgehört, weil sie dann gesagt haben, nein, das ist mir viel zu aufwendig geworden und zu stressig. Wenn die weitergemacht hätten auf einem sehr simplen Level, den viele bis heute oft noch fahren. Und viele haben aufgehört, weil sie gesagt haben, nein, das ist oft gar nicht das Geld schuld gewesen, sondern einfach, weil sie gesehen haben, wie viel Aufwand ist das? Wie oft musst du runterfahren am Pannoniering? Dann musst du auch fahren, wenn das Wetter scheiße ist. Wenn es nass ist, regnet, wenn es schweinekalt ist, was du nicht weißt, halten die Raffen oder nicht. Du musst halt dann immer. Und du musst immer abliefern. Und das ist das, wo dann auch im Hobbysegment teilweise erkannt wird, wenn du auch unter den Hobbyfahrern vorne immer sein willst, musst auch viel Aufwand mittlerweile betreiben, weil das Hobbyniveau sehr hoch ist mittlerweile schon. Ja. Und auch da gibt es schon viele, die sagen, das will ich nicht mehr mitspielen. Ja. Also ich kann nun jedem raten, das nicht allzu ernst zu betreiben, wenn man nicht irgendwo ein hohes Ziel hat, wo man sagt, das will ich unbedingt erreichen. Dann sollte man es wirklich so betreiben, dass man Spaß hat, dass man sich jetzt nicht dauernd zerstört auf der Rennstrecke, weil das all along auch keinen Sinn macht, das Motorrad sorgfältig trotzdem herrichtet, dass das alles passt. Das ist, glaube ich, der beste Weg, um da wirklich langfristig mit diesem schönen Sport da Spaß zu haben. Super.
Martin, das war jetzt richtig super. Ich glaube, in der letzten Viertelstunde bin ich nicht mehr zu Wort gekommen, aber auch deswegen, weil ich so echt interessiert zugeschaut habe. Ich habe jetzt wirklich schon wahnsinnig viele Gespräche geführt, aber diesen Aspekt des Rennfahrens, den hat man noch nie einer in dieser Dimension jetzt näher gebracht. Das sehe ich jetzt ganz anders. Da bin ich jetzt richtig, wie soll ich sagen, richtig beseelt. Finde ich ganz großartig. Weltklasse ist, dass wir es gleich drauf haben auf Zonkos Welt TV und dass ich jetzt ein Pfeifferl kriege. Martin, ich danke dir sehr. Das war wirklich super. Ganz große Freude. Gerne. Ciao, Papa. Tschüss. Das war super, Martin. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig, aber.